Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom New Lands. Und gleich am Anfang mal eine Frage. Was würdet ihr davon halten, wenn ich bei Kingdom New Lands Webcam benutzen würde? Also Facecam. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Und Moment, jetzt habe ich was vergessen. Das wollte ich eigentlich schon vor dem Aufnehmen machen. Hab's aber doch verschwitzt. Nämlich wieder meinen Controller für das Spiel anschließen, weil damit steuert sich es einfach ein bisschen angenehmer. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich das letzte Mal gemacht habe. Ich muss jetzt mal kurz schauen, wo meine Leute aufgestellt sind. Gut, die Katapulte habe ich schon eingesetzt. So, der Kollege soll sich mal kurz was zum Anziehen kaufen. Der hier auch. Ich hatte doch da hinten irgendwo noch einen Punkt gehabt. Ich habe ehrlich gesagt schon relativ lange nicht mehr gespielt, Leute. Deswegen seht es mir nach, wenn ich jetzt irgendwie mal kurz gucken muss, wo meine Leute sind. Ich hatte doch da hinten irgendwo einen Außenposten gesetzt. Oder nicht? Momentan sieht es eher nach nicht aus. Gut, ich gehe mal schnell zurück. Das wird sonst ein bisschen gefährlich, glaube ich. Weil ich habe jetzt gerade auch nicht mehr so viele Münzen dabei. Wünschte manchmal, man könnte hier rauszoomen. So, den Kerl nehmen wir auch noch mit. Je mehr Arbeiter, desto besser. Da haben wir noch ein paar Bogenschützen. Hier können wir endlich mal ein Türmchen noch bauen. Da müssten wir eigentlich auch noch einen Wall hinbauen können. Jupp. Der Baum musste nur noch weg. Der Wall ist tatsächlich wichtiger als alles andere. Ich hoffe, den kriegt er schnell fertig. Weil gleich kommen die Bösen. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer von den schweren Nächten schon. Bin mir gar nicht mal so sicher, aber ich glaube... ja noch ein paar Leute mit Bögen an. Je mehr, desto besser. Scheiße. Ja. Fuck. Sieht nicht gut aus. Scheiße, das Katapult ist überhaupt noch nicht fertig. Fuck. Okay, wir müssen nachrüsten, aber sowas von hart nachrüsten. Ich muss erstmal kurz gucken, ob ich Geld irgendwo bekomme. Scheiße, ich habe so viele offene Arbeiter. Aber die müssen jetzt vor allem erstmal mit Waffen wieder versorgt werden. Hier drüben sieht soweit alles ganz okay aus, glaube ich. Jupp. Aber ich brauche mehr Arbeiter. Die Sensen. Aber die sind so teuer. Ich brauche eigentlich erstmal wieder Bogenschützen. Das ist fucking teuer, die Leute, ey. Und hier kann ich übrigens grasen. Das habe ich jetzt endlich... Kann ich es jetzt endlich umsetzen? Ihr wisst, ich nehme ja immer im Voraus auf, aber es dauert halt immer eine Weile, bis ich sowas dann ändern kann. Ich brauche sofort Münzen, ey. Sehr gut, noch zwei Münzen. Ich
Brauche mehr Münzen. Kann ich hier eigentlich noch weiter ausbauen? Nee, ne? Nee. Ah, noch zwei Münzen. Jetzt muss ich mal schnell schauen, dass ich die Mauer da drüben fertig bekomme. Zumindest eine doppelte Mauer. Also zweimal ausgebauter Wall. Nicht doppelt, aber ihr wisst, was ich meine. So. Eins. Ich glaube, ich mache mal noch einen Bauarbeiter. So. Noch einen davon. Ich kann jetzt eigentlich immer nur hoffen, dass die relativ schnell mit dem Nachproduzieren dabei sind. Komm, irgendeiner von den Jägern muss da auch noch was haben. Ah, sehr gut, sehr gut. Auf der Seite haben wir ganz schön viele Leute rumstehen. Müssen wir mal schauen. Aber auf der anderen Seite hoffentlich auch noch so viele Leute hinbekommen. Okay, das Gras, doch, das Gras kann man auch grasen. Man kann jedes Gras grasen anscheinend. Ich habe gedacht, nur das ganz hohe, aber stimmt gar nicht. So, wie sieht's hier drüben aus? Ich würde gerne schnell das hier noch verbessern. Bevor die bösen Buben wiederkommen. So, sehr gut. Auf jeden Fall schon mal eine bessere Mauer. Und den Turm auch noch schnell verbessern. Ich glaube, dann sind wir für die Nacht ganz gut gerüstet. Sehr gut. Vielleicht noch einmal ausbauen. Yes, geht auch. Hier stehen auch gerade genug Leute rum, um uns zu verteidigen. Also alles safe. Hoffe ich. Wenn die halt wieder durch die Mauer brechen, ist halt scheiße. Dann haben wir ein Problem. Aber ich bleib jetzt mal hier kurz mit dabei, falls ich Münzen fallen lassen muss. Okay, jetzt kamen dieses Mal keine Leute, keine Gegner. Ich gehe mal davon aus, dass sie von der anderen Seite kamen. Nee, das ist zu teuer, das kann ich mir gerade nicht leisten. Ach, da ist noch eine Münze. Sehr gut. Gut, dann haben wir die Seite schon mal ganz gut befestigt, wie ich finde. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite mal wieder ran. Hoffentlich wird da gerade nicht durchgebrochen. Ne, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah, sehr schön. Danke, Schanke. Danke, danke, danke. Dann können wir die hier auch mal fertig machen. Ah, mehr können wir uns gerade nicht leisten. Da könnten wir da auch noch Farm hinstellen. Aber mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, hier könnten 4 Leute arbeiten. Das werden wir dann gleich auch mal testen. Dafür. Alter, wie nebelig ist es denn hier gerade? Das ist ja brutal. Siehst ja die Hand vor Augen nicht mehr. Wir sitzen hier drüben. Alter, wie übel das aussieht. Also, eigentlich sieht es ziemlich geil aus, aber schon ein bisschen erschreckend. Ich baue das hier alles mal ab. Dann können wir eventuell hier demnächst auch nochmal eine neue Farm aufmachen.
Was ist das hier eigentlich? Achso, hier können wir wahrscheinlich wieder einen Turm hinbauen. Das ist einfach nur überwuchert, der Stein. Ja. Sieht so aus. Ich kaufe mal noch ein. Nee, kann ich nicht. Ach, wisst ihr was? Ich investiere mal kurz ein bisschen Geld in die Bank. Bringt ja nichts. So, da drüben haben wir befestigt. Keiner mehr Geld von euch. Schade. Ich hätte noch ein bisschen was brauchen können. Oh, die Nacht sieht krass aus, wenn es so neblig ist. Nein, eine Münze fehlt mir. Vielleicht hat noch drüben einer eine Münze. Ich würde, wie gesagt, gerne noch ausprobieren, ob das klappt. Läuft. Also das hat geklappt. Hier ist alles safe. Finde ich gut. So, Sensenmann kaufen. Ich glaube aber nicht, dass man da vier Leute machen kann, oder? Oder geht da wirklich einer rüber? Doch, der geht rüber. So, dann mach mal. Hast du Geld für mich? Ne. Aber die zwei Arbeiter da vorne müssten jetzt ein bisschen Geld für mich haben. So. Irgendwo hier müssten wir gleich. Ah, perfekt. Hier können wir noch einen Außenposten hinsetzen. Dann können wir alles ein bisschen vorziehen. Dann können wir hier noch eine Farm aufmachen. Also alles gut. Okay, hier kann ich nicht grasen. Hier kann ich grasen. Sehr guter Schütze. Will hier hinschießen und schießt 20 Meter weiter. Respekt. Dann, was hole ich mir als nächstes? Vielleicht noch ein Hammermensch. Ein Bauarbeiter. Da, viel Spaß damit. Tu was da für dein Geld. Und hier sind jetzt, cool, tatsächlich drei Leute tätig. Das ist gut. Vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp. Der wird es mir insgesamt wohl ein bisschen einfacher machen. Ich versuche das jetzt nochmal. So, vier Leute sollten da arbeiten können. Der macht jetzt aber keine Anstalten, hier rüber zu laufen irgendwie. Eins, zwei, drei, vier. Ach, scheiße, da habe ich ja auch schon einen hingepackt. Stimmt. Das habe ich vergessen. Na gut. Ich baue jetzt hier auch mal die Wälle und die Türme aus. Und danach gehe ich mal davon aus, dass ich mich um die Katapulte kümmere. Friss, Pferdchen, friss. Da habe ich halt gerade ein bisschen Geld weggeschmissen. So, noch ein Bogen. Noch ein Bogen. Sind wir ganz gut gerüstet, glaube ich. Vorerst. Muss immer im Hinterkopf behalten, dass es ja mit jeder Runde schwieriger wird. So, da kommen sie wieder alle angerannt. Wo sind denn meine Arbeiter? Okay. Wenn der nächste Angriff kommt oder kam, besser gesagt, bauen wir hier auch wieder auf. Oder neu, besser gesagt.
Und ich glaube, ich baue jetzt hier mal auf die Seite ein Katapult. Kostet nichts, in Anführungszeichen. Aber bringt halt mega viel. Das ist absolut stärkste Verteidigungseinheit. Naja, mal schauen, wie das nächste Folge wird. Deswegen sage ich mal, oh, guck mal, wie schön das gerade aussieht. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüssi.